Hallo, ich bin Camilla und ich komme aus England. Heute werden wir über Clothing, Kleidung reden, über wenn man this, that, these und those benutzt und wie man einen einfachen Satz über Kleidung tragen baut. Und weißt du was? Zufälligerweise ist es London Fashion Week. Was für ein Glück! Später haben wir sogar ein Interview mit einem Top-Model. Wuff! Gleich gucken wir ein Catwalk an. Aber zuerst reden wir über this, that, these und those. Und wann man die benutzt. That, is, heißt das, ist, und ist für einzelne Sachen. Those, are, heißt die, sind, und sind für Mehrzahl. That und those benutzt man, wenn die Objekte eine bestimmte Entfernung weg sind und man zum Beispiel... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com